Ich zeige jetzt mal, wie man aus einer Schablone die Offset-Kurven erzeugt und dann aus zwei Offset-Kurven eine dritte Kurve berechnet, die ein bisschen an die eine Offset und dann ein bisschen an die andere Offset-Kurve sich annähert. Also quasi so einen dynamischen Offset, habe ich das mal genannt. Das erste, was wir machen, ist, wir erzeugen ein Sketch für ein Offset-Spline. Erste Datei können wir hier zumachen. Und die ist erstmal leer. Wenn ich dann hier doppelklicke, dann sehe ich hier den Sketcher und kann jetzt die Kurve erzeugen. Brauche ich natürlich ein paar Punkte, damit hier überhaupt was erscheint. Und am Ende schließe ich die Kurve so. So, dann ist die da. Das Schwarze ist jetzt das Sketch. Das Grüne ist die eigentliche Kurve, also die Schablone, und Blau und Rot sind die beiden Offsets. Und ich kann jetzt die Offsets ändern im Sketch. Das ist auch die Innen, gehe ich mal jetzt auf 80 nach innen. Das ist zu viel, das sieht man jetzt hier unten. Also das ist jetzt weniger gut, weil das ist keine ordentliche Geometrie. Also ich ändere jetzt einfach nochmal meine Geometrie hier ein bisschen um. Das vernünftige Wert rauskommt. So, das sieht jetzt vernünftig aus. Und den äußeren Offsets, da gehe ich mal 200 nach außen. Und jetzt erzeuge ich als nächstes erstmal eine Floatlist. Eine Floatlist ist einfach nur eine Folge von Gleitkommazahlen, mit dem ich dann diese Zwischenkurve interpolieren kann, und ich erzeuge ein dynamisches Offset. Und das dynamische Offset muss ich jetzt parametrisieren. Da kommt als Daten kommt jetzt die Floatliste rein. Als Kurve 1 kommt die äußere. Und als Kurve 0 kommt die innere rein. So, jetzt sind die alle drin. Und dann kann ich das mal ausrechnen, und dann sehe ich jetzt, hier ist eine Kurve erzeugt, und momentan funktioniert es so: die Floatlist hat hier die Werte 5 relativ zum Faktor 10. Das heißt, diese Linie hier ist die Mittellinie zwischen der blauen und der roten. Es gibt jetzt hier insgesamt 12 Punkte, wo ich die Lage ändern kann, und wenn ich jetzt so einen Punkt hierher nehme, dann kann ich an der Stelle den Wert ändern. Und dann sieht man, es geht hier nach außen. Das mache ich jetzt mit dem nächsten auch. Wenn ich jetzt den Wert 10 eingebe, dann ist es ganz außen am Rand. Und wenn ich mehrmals 10 eingebe, dann läuft also diese dynamische Offset genau auf der Außenkante. Und genauso gut könnte ich jetzt hergehen und könnte sagen, ich gehe jetzt hier runter auf 0 und ein zweites Mal auf 0, und dann schmiegt die sich jetzt an die innere Kante an. So, und es ist klar, bei diesen B-Splines, ich brauche dann immer ein Bohrstück, bis es genau sich einbändelt. Ich habe jetzt auch die Möglichkeit zu suchen bei diesem dynamischen Offset. Es gibt einen Debug-Mode, dann kann ich mir mal anzeigen lassen, wie diese Verknüpfung da ist. Das heißt, ich sehe jetzt hier eigentlich immer die Verbindung, welche Punkte der beiden Kurven werden miteinander verbunden und wie berechnet sich dann der jeweilige Zwischenwert, der dann hier auf der schwarzen Linie drauf liegt. Kann ich jederzeit wieder ausschalten. Das Abhängigkeitsdiagramm schauen wir uns auch mal an. Sieht so aus. Also das ist ja quasi diese Sketch mit Python-Funktionalität. Der berechnet mir diese Spline. Von diesem Spline aus werden die beiden Offsets berechnet, und das Dynamic Offset benutzt diese beiden Kurven und die Float List, um diese Zwischenpuffer auszurechnen.